Chris Kühn und Matthias Gastel von den Grünen haben zum gemeinsamen Gespräch mit dem Verkehrsunternehmen Abellio eingeladen. Im Fokus stand hierbei die derzeitige Situation auf der Bahnstrecke Tübingen-Stuttgart. Das Verkehrsunternehmen Abellio befährt seit Juni 2020 die Bahnstrecke Tübingen-Stuttgart. Die zu Beginn bestellten Wagen beim Fahrzeughersteller Bombardier konnten allerdings nicht pünktlich zum Start im Juni geliefert werden, weshalb oftmals Ersatzfahrzeuge im Einsatz waren. Doch inzwischen hat sich die Lage auf den Schienen verbessert, berichtet der Geschäftsführer von Abellio, Rolf Schafferath. Nachdem Bombardier im November 2020 weitere Neufahrzeuge ausgeliefert hat, konnten wir unsere Verkehre zwischen Tübingen und Stuttgart fast vollständig auf moderne neue Fahrzeuge umstellen. Seither verzeichnen wir einen stetigen Anstieg der Pünktlichkeit sowie einen Rückgang der eigenverursachten Zugausfälle. Unser aktueller durchschnittlicher Pünktlichkeitswert liegt aktuell bei 92%. Die Ausfallquote würde derzeit bei 1,5% liegen, so Schafferath weiter. Dies entspreche ungefähr dem Ausfall von einem Zugpaar pro Tag. Trotzdem laufe auf der Strecke nicht alles rund. Dies belegt eine Zwischenbilanz des regionalen Bahnverkehrs, die das Land Baden-Württemberg vor einigen Tagen veröffentlichte. Im Fokus stehen hierbei Strecken, auf denen es einen Betriebswechsel gab. Auf den meisten Strecken hat es anfangs Schwierigkeiten gegeben, die meistens behoben worden sind. Und genau die Strecke, über die wir heute reden, da hat es geheißen, da sind die Probleme eben noch nicht behoben worden, beziehungsweise da besteht noch das größte Nachbesserungsbedarf von den Strecken in Baden-Württemberg. Deswegen würden sich die Grünen für eine bessere Infrastruktur im Bahnverkehr einsetzen. Denn nur mit zuverlässigen Angeboten und einem gut ausgebauten Schienennetz könne man Menschen dazu bringen, vom Auto auf die Bahn umzusteigen.